So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe einen Robin dabei und wir sind im Fischkrieg. Ja. Sehr, sehr cool. Keine Sorge, by the way, nur weil wir, ja, so, wir wurden beide schon getestet, genau. Und beide negativ. Tagesfrisch getestet, ja. Und das war uns wichtig, dass wir das vorher... Nichts Positives in unserem Leben. Genau. Genau. Was wir wieder haben ist, wir hatten das ja schon mal einen Booster aufmachen. Tatsächlich hatten dann wir echt genau. Viel Spaß dabei mit Times Square Remastered. Ja. Unboxing together quasi, ne? Genau, so. Da hat Robin sich auch vorgestellt, also wer auch immer jetzt auf meinem Channel noch unterwegs ist, der den Robin nicht kennt, weiß. Ja. Dementsprechend haben wir Spaß gehabt und dachten, wir machen das nochmal. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen uns einfach 4 Set-Booster jeder und haben ein bisschen Spaß mit Set-Boostern. Das war der ursprüngliche Plan. Genau, das war der ursprüngliche Plan. Dann kam mein Chef vom Fischkrieg um die Ecke und sagte, ja, das ist ja langweilig. Naja. Mach doch lieber das hier. Und jetzt haben wir ein Collectors-Booster-Display. So viele Collector-Booster hast du noch nicht aufgemacht in deinem Leben. Nee, oder? Ich hab zwei. Ich habe einmal ein Throne of Eldraine-Booster aufgemacht. Und, Moment, nicht. Nee, doch zwei. Das zweite war in einem Bundle drin von, in diesem Holiday-Gift-Bundle von Zendikar. Zendikar Rising müsste das Zendikar gewesen sein. Genau, da hast du Fettstand rausgezogen, oder? Nee, kein Fettstand, aber Valakut. Molten Pinnacle. Auch okay. Genau. Oder so. Dann hier drin sind 12 Booster. Jetzt ist vorbei. Also jetzt Nervosität geht hoch. Vorbei. Genau. So, wir haben 6 Booster für jeweils. Also die nehmen wir jetzt einmal raus. Jawohl, die Hälfte, ich nehme die Hälfte. Und wie gesagt, Fischkrieg, bester Laden. Wenn ihr mal in Siegen in der Umgebung seid, kommt mal rum. Definitiv. Und genau. Das ist Hammer, also wirklich. Weil für mich sind die Produkte nichts. Ich kann verstehen, wenn Leute daran auf jeden Fall Spaß haben. Ja. Aber für mich persönlich ist es eigentlich nichts. Deswegen bin ich froh, dass ich hier die Gelegenheit habe, mal ein paar zu öffnen. Ja. Legen wir direkt mal los, oder? Ja, würde ich sagen. Ich finde es ganz lustig hier, by the way, hinten drauf, wieder USA und Kanada. Ja. Kein Plastik. Ja. Weil halt Ding drin ist. Es ist halt leider amerikanisch aufgemacht. Und wir haben wieder eine Beschreibung, was drin ist. Includes 13 Foil Cards may contain these cards. Strixhaven 1 bis 355. Ja, geil. Da weiß man auf jeden Fall. Weiß man auf jeden Fall, was man haben kann. Combined of 5 Rare and Mythics, 4 Commons, 5 Uncommons, 1 Lesson Cards. Japanese Foil Mystical Archive. What the fuck? Ja. Das ist halt wirklich, ey. Kann einmal alles haben. Genau, das ist auch nur noch eine Farce, diese Beschreibung. Ja, ja. Aber gut. So, aufroppen. Oh, übrigens habe ich einen Post zu gemacht, wie wunderhübsch dieses Teil doch einfach grinst. Seht ihr dieses Grinsen? Ja, doch, der Inkling hier. Der grinst auch tatsächlich. Ja. Sie sind sehr süß, diese. Ja, Fraktal, ist diese Pets. Ja, genau. Genau. So, ich finde halt, ne, der lacht nicht. Spirit lacht nicht. Spirit hat nichts mehr zu lachen. Boros hat nichts mehr zu lachen. Genau. Wie immer, wenn wir mehrere Booster durchgehen, wir gehen einfach so ein bisschen durch und finden, wenn wir was sehen zum Reden, dann reden wir drüber. Thrill of Discovery, das bessere Cathartic Reunion, wenn man in den Farben ist. Stimmt. Das aber sonst. Ich finde das Foiling ist ein bisschen sehr strange, wenn man es mal anguckt. Sehr krass. Aber es ist halt amerikanischer Druck. Also. Ja. Ja, und ja, noch nicht. Wir lassen es mal ein bisschen legen. Oh, da hast du sehr cool. Eine der coolsten Uncoms. Ja, genau. Boros ist anscheinend auch sehr, sehr gut in diesem Teil. Hier, Clever Luminancer. Und eine Mystic. Alter, hier. Also, wer hat die wertvollere Karte? Die Lesson? Ich glaube, deine. Ich glaube, deine Uncom ist teuer. Ja, Mythic, man kriegt einfach jedes von den Viechern hier einmal. Von den Grinsebacken. Ist tatsächlich als Lesson ganz cool. Naja, apropos Lesson. Oh, ich bin schon so weit. Alles gut. Aber Illuminating History, wir haben schon mal, glaube ich, darüber geredet, die Lessons sind nicht so ultimativ gut. Ne? Irgendwie sind die strange. Was habe ich hier? Auric Lore Mage. 4 Mana Tutor für eine Karte ins Friedhof legen und einen 1-1 Counter, wenn es ein Instant war. Ist das das Commander Set? Das ist... Ich glaube, es ist das Commander Set. Ja, das ist aber von den Commander Decks. Und da gibt es jetzt auch Full Arts. Full Arts von? Ich weiß es gerade nicht, finde es sehr strange. Fractal Bloom. Das ist voll eine Kreatur. Ja. Was? Legendary Creature Fracture. Was? Stimmt, ich hab Sly Instigator, aber auch in diesem Commander, aber Full Art. Okay. Also haben sie wieder eine Form gefunden, wie sie quasi nochmal das jetzt spezieller machen können, ohne wirklich neue Karten zu printen. Nice, danke dafür. Ja. Radiant Scroll Wheeler. Okay. Ist auch eine Rare. Schon wieder ein Lesson in Ding. Und ich finde tatsächlich, wenn du jetzt auch mal guckst, die Ränder finde ich sehr traurig. Also es wirkt gar nicht so borderless, wie man es eigentlich gerne hätte. Nee, nicht wirklich. Nur wenn man es hier ganz leicht schon mal so ein bisschen auffächert, dann wirkt es schon ein bisschen beeindruckend, das muss man sagen. Und? Cultivate und Japanese Cat. Weißt du gerade, was das ist? Natürlich nicht. Es ist eine Edged Foil.
Jo, ich habe es fast gar nicht gesehen. Natürlich sieht man das nicht. Kannst du noch mal näher an die Kamera halten. Das ist ein bisschen traurig. Weil man es echt versucht reinzubekommen, man kriegt das nicht rein. Ich habe auch eine Edge-Toy mit dem Cultivate. Ja. Bei mir sieht man es ein bisschen besser hier oben am Rand. Ja. Aber bist du denn Fan davon oder Nein. bist du davon? Also, ja. Ich mag die Edge voll so, wie sie hier sind. Ich finde, das sollten ja. einfach gefühlt mehr Karten haben. Das finde ich viel zu wenig um den Rand herum. Das merkst du halt kaum. Und es sollte nicht Foil genannt werden. Es ist halt, ja, nee. Es ist halt kein Foiling. Stone Rain, Destroy Target Land. Wow. Das sieht sehr... Es ist Ankam, das bedeutet, es muss im Standard drin sein. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Karte es ist, aber ich kann es gerade vom Namen her nicht sagen. Man kriegt, glaube ich, 3 Leben. Genau, hier 3 Leben hier und... Wie heißt das? Revitalize oder so? Ja, warte mal, vielleicht kann man es ja auch rausfinden, weil das ist ja auch eine Ankam. Ach ja, stimmt. Und sie muss... Infuriate? Das kann sein. Das kann. Egal. Stone Rain ist hübsch, by the way. Ich finde die. Das ist erstmal, dass du eine Archive richtig siehst, oder? Genau, das ist erstmal, dass ich eine Archive jetzt in Persona sehe. Und das ist auf jeden Fall krass. Aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen abgestumpft, was so diese Art von Frame. Also die Special Frames, die wirken nicht mehr so special, wenn ein jedes Set 1 rauskommt. So, Snake Skin, weil was ist das denn? Was ist das? Uncommon? Aber das ist jetzt Full Foil Japanese. Das ist Full Foil Japanese und das hier ist Full Foil Archive. Aber allein jetzt mal, das ist, also, das ist dieser Beispiel. So, beide sind Foil. Ja, which one is Foil now? Ja, ja, wirklich. Das aber ist schon so ähnlich. So ähnlich hast du es auch hier. Also, ja, das stimmt auch. Ja. Aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Es ist Village Rides. Ein Mana, nee. Ist es Village Rides? Ich weiß, da steht, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Nee, das ist Infuriate, weil das ist +3/+2. Okay, das muss Infuriate sein, aber die sehen schon geil aus, das Artwork. Und ich glaube, das ist Mana-Type. Mana-Type. Weil hier steht eine 1 und es kostet ein weißes Mana. Das ist geil. Ich weiß es, ich kann es euch leider echt nicht sagen. Hier glitzert auch alles in der Kamera. Ja, wirklich, das ist echt übel. So boah, sogar eine Doppelkarte. Geil. Ja, also das ist dieses Silence auf einer Kreatur quasi. Also eigentlich, wenn man das, glaube ich, entdeckt, will man diese Seite haben. 2 Mana Silence, was man exilt, und dann hat man hier noch eine 2 Mana 2-1, die auch noch was macht. Aber das Mana-Teil ist tatsächlich ziemlich cool. Ich liebe also ich glaube, es ist Mana. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auch so ein bisschen so aus. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bitte. Es ist halt, ich mag diese. Bist du Fan von den japanischen Karten? Ich finde das Artwork schon nice, aber es ist halt so ein bisschen wie bei. Nee, War of the Spark hat es ein bisschen besser gemacht. Ne? Ja. War of the Spark hast du ja immer noch. Dann siehst du die Figur und du weißt, welche Figur das ist, weil jetzt nur ein Tiefen. Immer noch Planeswalker waren aus dem Set, genau. Und hier ist es halt so, du hast keine Anhaltspunkte, gar nichts mehr. Wenn es wenigstens irgendwo unten rechts. Also es könnte auch Squirts to Plowshares sein. Diese 1 könnte sagen, Destroy One Creature. One Creature, Entschuldigung. Aber die haben schon Charme, muss man wirklich sagen. Ja, ja, ich mag sie auch, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn sie halt dieses Artwork dann auch einfach hier drauf gedruckt hätten und dann all in gehen. Ja, das stimmt. So. Okay. Humans. Jetzt haben wir wieder Es kommt wieder der langsame Pop-Quiz. Dieses Bild ist so Hammer. Ja, das ist wirklich. Das suche ich vor allen Dingen so häufig für Thumbnails für Radio Ravnica. Ja. Aber ich finde es nicht, weil das ist ein guter Podcast, by the way. Lash. So. Devour Tendril, Spells, Satchel, Spirit Summoning. Da haben die ist wieder, ganz cool tatsächlich. Wieder eine Lesson und dann ich Tempted. Inkling Summoning. Ah, okay, witzig. Ey, guck mal, Cody. Ja, Cody, haben wir letzten Monat irgendwann im Ding drüber geredet. Im Ask Us Anything von Folge 93, genau. Ich, ja. Genau. Und was hast du da? Ich habe Tempted bei Oryk. Okay. Der führerische Oryk ist wieder unterwegs. Es ist Tempted. Tempted ist meistens gut. Ja. Und jetzt fängt wieder an, wenn man es vielleicht auf welcher hier kommen jetzt ganz crazy Sachen. Randlose Karten. Perplex Test. Ich habe wieder eine randlose Commander-Karte scheint immer dabei zu sein. Ja, aber die sind ja nicht so im Deck, oder? Also, sind ja auch von Deck-Sachen, ne? Die sind von den Decks. Verrückt. Es ist echt. Das wusste ich aber auch gar nicht. Wir machen schon einen wöchentlichen News-Podcast. Yeah. Wir wissen es trotzdem nicht. Yeah. Confront the Past. Confront the Past mit Professor Onyx, die bestimmt nicht Liliana ist. Liliana und Liliana. Ja. Nee, und. Gideon, der sie rettet, tatsächlich. Speaking of War of the Spark, ne? Ja. Oh, hier, Extus. Das ist einer von meiner Top-Liste. Ja, stimmt. Mit Double Strike und Magecraft und. Und Awaken the Blood Avatar. Ja. Okay. Da, ganz coole Sache, by the way. Habe ich schon gesehen, wie Leute damit Commander Decks bauen. Ja, krass. Ja, hier wieder das altbekannte I have no idea what I'm doing. Könnte das auch Schock sein? Ich habe 3 Einsen drauf. Nee, dann ist das nicht. ich weiß es nicht. Was aber hat denn 3 Einsen drauf? Ich weiß es gar nicht. Lightning Bolt, ein Damage, ein Damage, ein Damage. Lightning Bolt. Du kannst einen Planeswalker oder einen Spieler oder eine Kreatur targeten.
Das kann sein. Hier ist die 3. Es könnte tatsächlich ein Lightning Bolt sein. Also du siehst doch kein Lightning. Ich weiß es gar nicht. Ich muss das mal alles im Nachhinein nachschauen. Ja, es ist halt echt. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie Nahiri. Wollte ich gerade sagen, das ist doch Nahiri, aber Moment. Nee, es ist für 2 rote. Aber das ist eine Mythic. Für 2 rote und für 5? Ist das nicht ist super strange. Ist das nicht Mythic's Mystery? Das kann sein, das sieht aber nicht aus wie Mythic. Aber auch voll, eindeutig. Teferis Protection. Teferis Protection in, hier. Edged Foiling. Wenn man genau hinguckt, sieht man Edged Foil. Ja. Krass. Sehr, sehr cool. Auch eine sehr teure Karte tatsächlich. Ja. Und Cultivate und Whirlwind Denial. Die Anti-Storm-Karte, bevor es Anti-Storm-Karte gab. Genau, und Cultivate hatte ich gerade eben schon mal. Genau. Grapeshot in Foil. Das sieht auch nice aus. Ja, vor allem für, ich kenne schon jemanden, der die haben möchte. Ja. Du hast einen der Moth-Teil. Guck dir mal die Mana und die Power an. Das ist krass, ja. Aber der wird auch gespielt, habe ich schon gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob Jank-Decks, aber ist auf jeden Fall eine witzige Karte. Ja, tatsächlich. Also was man nicht verleugnen kann, ist, dass diese Booster aufzumachen immer, also es ist schon ein Erlebnis. Das macht Spaß, oder? Das muss man leider sagen, aber wir wissen halt, dass wir hier gerade Value vernichten. Eben, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Glaubst du eigentlich, das wird, das ist ein geiler Treasure-Token eigentlich. Ja, Treasure-Token ist hübsch. Ah, hier können sie. Treasure-Token ist echt hübsch. Und Fractal. Guck mal hier. Kannst du der auch? Nee, aber angeschlagen, die Karte. Weißt du das? Ja, stimmt. Das kann auch meine tollpatschigen Hände sein. Ja, was machst du hier? Wenn das mein Chef sieht. Mein Gott. Okay, jetzt kommt wieder. Jetzt kommt wieder langweilige Kram. Was hältst du von den Kampen? Kompetent ins Spiel als also Ding sind ganz nett. Sind und bessere Guild Gates, ne? Ja, würdest du sie besser als die Tempel einschätzen? Weil tatsächlich habe ich da eine ziemlich harte Diskussion drüber geführt. Nicht unbedingt, ehrlich gesagt, weil die scryen halt ins. Wobei es Mana-Sync, ne? Ja, genau, es ist halt Mana-Sync. Es ist halt super interessant vom Ding her. Ich glaube, im Commander würdest du eher spielen. Ja, das ist, glaube ich, einer meiner Lieblings-Lehrer-Tiere, sind halt Bärtiere. Neben den Owls, glaube ich. Solve of Acquisition habe ich bei mir in der Topliste drin gehabt, wird aktiv gespielt und wird richtig viel gespielt. Ah, cool. Das ist eine richtig brokene Karte tatsächlich. Echt krass. Maelstrom Muse. Oh, hier wieder eine Lesson. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt die Lessons immer mehr gesehen, auch im Best of One, muss man sagen. Also, ja, Best of One. 7 hat man im Sideboard, wa? Genau, das ist jetzt die neue Regel mit 7 Sideboard-Karten anstatt 15, aber ich glaube, mit Lessons auch irgendwo sinnvoll. Oh, und Dual Land, Snarl. Snarls. Okay. Die finde ich ja, ich habe echt gedacht, die wären besser, als wie sie in Wirklichkeit sind. Die sind wirklich häufiger Taplands, als es mir lieb ist. Ja, ja, tatsächlich. Ich finde es auch super schade, dass sie zum Beispiel nicht mit den Fliplands aus Ding zusammen korrelieren. Ach so, ja. Einfach weil sie sind halt nicht ja. Das ist echt schade. Sie müssten besser zusammenpassen, auf jeden Fall. Ja, ja, finde ich auch. Cool. Ja, Lowhold Command, du hast dann kommt Battle die Commander. Mages Braces, genau. Ink Shield ist eine geile Karte vom Namen her. Ja, auf jeden aber Fall. Aber es ist vom Ding her, du preventest halt Schaden, kriegst so viele Inklings und du hast so Creature Against Haste, okay. Ja, yeah, genau, das ist halt, es gibt, ich habe ein Äquivalent dazu schon gesehen, was besser geht, also glaube ich nicht, dass es super wertvoll ist. Oder cool. Nee. Vanishing Verse, eine der meistgekauftesten. Elder Dragon! Das ist diesmal auch tatsächlich das Borderless, was halt auch wirklich Borderless ist, weil das Artwork darum herum auch noch angepasst ist. Richtig, richtig Borderless, stimmt, das ist richtig Borderless und nicht nur Extended Art. Genau. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Borderless, Extended Art, Archive, Foil, Non-Foil, anders Foil. Naja, das ist schon krass. Der ist cool. Der sieht cool aus, auf jeden Fall. Das Ding, hat übrigens eine sehr harte Diskussion bei uns losgelöst. Wieso? Das ist ein Inkling. Der wird davon zerstört. Ja. Ja? Aber Exil-Target Monocolored Creature. Ja. Inklings sind schwarz-weiß. Warum? Wie kann das sein? Das ist eine gute, ausgezeichnete Frage, ja. Er könnte mal bestimmt hier von Tasty Entity bestimmt Leute beantworten. Genau. Kann das sein? Ist das? Nee, das ist mit 3 oder less. Achso, du bist noch bei den. Das ist auf jeden Fall eine Rare. Ist es dieses Abundant Harvest? Das kann sein. Die das ist auf jeden Fall eine 1 Karte. Ja. Nee, Abundant Harvest kostet 1 Mana. Stimmt. Und dann, nicht 2. Was ist denn 2 Mana grün? Mit 1 Mana drauf. Oder eine 1 zumindest drauf. Ja, aber ich glaube, das ist Grapeshot. Das kann gut sein, ja. Aber ich muss auch sagen, das Artwork ist wirklich ziemlich nice. Also ja, also ich mag die Artworks, beide. Aber spielen musst du schon wirklich mit der Karte nochmal irgendwo nebenbei, damit du es zeigen kannst. Finde ich auch. Und jetzt ist wieder ganz viel Foily. Ja, du bist genauso gerade. Ist das die hier nochmal? Die World die kostet 3 Mana. Nee. Aber das ist auch eine andere. Prima vorbereitet, wie immer. Naja, gut, wir können uns nicht alle. Nee, da würde ich merken. Aber es ist schon eindrucksvoll. Auf jeden Fall so ganz kleine Artworks. Oh, hier, guck mal hier mit dem als Goblin. Sheet.
Ja, das sieht geil aus. Und hier mit dem Hexer oben drauf. Ja. Das ist schon cool. Und, oh. Und was auch immer der hier ist. Ein Alchemist und ein Mars Remover, glaube ich. Nun gut. Ja. Ich habe jegliche, also ich weiß gar nicht, sind die Karten so wertvoll? Also die jetzt nicht Mystical Archive Karten, weißt du das? Es geht. Also wenig tatsächlich im Vergleich. Das Geld liegt meiner Meinung nach in diesem ganzen Set in den Archive Karten. Inkling. Sind die Inklings? Ach, die sind weiß-schwarz. Schwarz und weiß, genau. Okay. Terry, Atlas, Expel, diese ganzen Elefanten da drauf, das ist natürlich der Hammer. Ja, Elefanten und Bären sind für mich die beiden, die Teacher, die ich gerne hätte. Ach ja, Lorehold Excavation. Es gibt auch so viele Cycle mit den Namen von den Schulen halt noch mit drin. Oh, guck mal hier, Mila und wie auch immer Luca in diese Story reinpasst. Mir wurde erzählt, dass Mika der Companion in dieser Story von Luca ist, weil Luca es ja mit Tieren hat. Und Und ich habe hier Augmenta Pugilist. Der in Full Art übrigens ein Elf anscheinend zu sein scheint. Ach so, ach ja, das war das mit dem Artwork, der durch den geworfen ist. Genau. Okay. Ganz coole Fun-Story. Ich habe tatsächlich von dem Miguel Macedero, der hat ultra lange für Bilder gezeichnet, die immer bei Wizards eingeschickt. Das war das erste Mal, dass bei ihm was angenommen wurde. War das ja cool. Und er hat auf Twitter extra noch geschrieben, so echt voll geil. Ich habe mir 10.000 Kopien gefühlt davon bestellt und ich finde die total cool. Und ich mag auch das Artwork mit diesem schwarzen Wolf, den sie nachmacht von eben dem Quandrix-Typen. Ja. Und du hast das... Promise of Loyalty. Mit Foe, wieder mit Vale. Counter, ja. Keine Ahnung. Das sind halt... Titan in Oh, nochmal der Snarl, diesmal in... Okay. Wir haben eine Menge grün und schwarz auf jeden Fall. Ja. Das ist Village Rights. Das weiß ich, das ist Village Rights. Aber das ist doch ein... Ein schwarzes Mal. Ach ja, stimmt, ja. Genau, das ist Village Rights. Das habe ich nämlich bei mir in meinem Booster-Opening damals gezogen. Aber das sieht... Ach, das ist Silber. Okay, ich dachte gerade, das wäre blau. Nee. Und das ist... Ich habe keine Ahnung. Das könnte Abundant Harvest sein. Das ist ein grünes Mana. Könnte Abundant Harvest sein, aber es ist eine 3 drauf. Okay. God's und eine 1. God's Willing. Okay. Das sieht auch ziemlich... Tendrous das, ist halt, Agony. Das sind halt so Sachen, da frage ich mich schon, oh, das für ein Feather-Deck, das wäre schon geil. Ja. Aber da muss ich halt jetzt mal gucken, weil Feather habe ich in Old Border, dann das in diesem... Ja, in alles Random Border. Dann kannst du auch White Border Land spielen. Das stimmt. Oder Non-Text Land. Und dann das... Das Ding noch mal in Feuer. Genau, das in vielleicht Abundant Harvest. Ammonite. Oder das ist Abundant Harvest. Ich glaube, das ist Abundant. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Das muss ja standardlegal sein. Dann ist das vielleicht Abundant Harvest und das ist ein grünes. Diese Snakehaut. Oh, das kann sein. Plus 1, Snake. Snake. Dann müsst ihr da, genau, plus 1, plus 1. Ey, wir haben das Rätsel gelöst. Ja. Und. Mit die Spark? Mit 4? Macht Disbug nur was mit 4? Ja, da gibt es irgendwas mit 4 Exile Target Creature das mit 4 oder so. Guck dir das Artwork mal an. Das ist war da auch nicht irgendwie Bolas mit drauf? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur einen non-japanischen. Ja. Und der Token. So. 4 noch. Wir sind ziemlich langsam, aber das ist vollkommen okay. Wir reden ja einfach bei, gerne drüber. Bei den Booster muss man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, finde ich. Guck mal hier. Oh, das was anderes als einen. Ist es eigentlich noch so, dass die Embleme auch immer ein bisschen wertvoller sind als normale Tokens? Weil die Leute das wirklich gebrauchen können? Es kommt auf das Emblem drauf an. Ja, okay. Es gibt natürlich Embleme, die super nutzlos sind. Ja, okay. Squarp. Ich mag das bei den Quandrix, dass sie halt diese ganzen mathematischen Sachen drin haben. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich bin kein Mathematik-Fan. Ja. Überhaupt nicht. Aber ich dachte, Eulen wären ein Silverquill-Ding. Eulen sind generell ein Ding und alles ist Silverquill drin. Also. Ja, okay. Ich glaube, Strixes sind auch eine coole Ding. Die Strixes sind ja auch. Eulen in Magic, ne? Weil Baleful Strix ist ja auch... Genau. Genau. Exitus. Field Trip. Squirrel. Ich kenne jemanden, der die haben will. Ja, natürlich. Snowday. Ist das der bessere... Weil gibt es auch so einen Common Wurm, der immer überall drin ist. Das weiß ich nicht. Selbst Stats hat. Es kann sein. Das ist halt Ratio. Tentapest. Oh, Miracural Transformation. Ich habe Fractured Summoning. Das ist tatsächlich eine der meistgespielten Karten davon. Hm. Die wird auch im Standard sehr viel gespielt und auch als Ding sehr viel gespielt. Krass. Das ist schon krass. Und, ich habe eine Playable-Karte. Oh, die ist tatsächlich ziemlich cool. Die suche ich tatsächlich auch noch. Die wird tatsächlich super viel gespielt in so einem weißen Ramp. Ja, ja. Das ist ganz cool. Agro-Prowess-Strategie. Und eine Mastery. Ingenious Mastery. Ich glaube, das ist auch eine, die habe ich schon mal in Dingens. Sultai Control spielt die ein paar Mal. Aber keine Ahnung. Healing Techniques.
Die Dinger sind aber immer non-foil, wo? Oder haben wir die auch schon voll gehabt? Nee, ja, die haben die noch non-foil. Kriegt man dann die in Borderless mit Foil auch nochmal? Ich weiß nicht, ja, genau, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich auch mit alpanischem Artwork. Lorehold kommt jetzt dazu eben. Ja. Der ist ziemlich cool, glaube ich. Der macht Pesto. Pesto sind einfach der. Ja, und Exile Target Players Graveyard. Ja. Einfach so nebenbei. Echt nice. Und. Schon wieder eine blaue. Eine das könnte auch am Modern Harvest sein. Nee, aber das ist ja auch wieder Standard-legal. Aber so viele Standard-legale Ein-Mana-Grüne gibt es ja nicht. Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe hier auch. Ist das Doomblade? Es könnte. Wie heißt das nochmal? Agonizing Remorse sein, oder? Das kann sein, ja, stimmt. Weil das ist ja auch Standard-legal. Und Memory Labs, okay. Oh, Hammerknife ist ja. Das ist ja auch für von dem Cover und so. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hätte ich gar nicht drauf gedacht. Cool. Auch das ist immer Edged Forever. Oh, ja. Hammerknife. Übrigens dieselbe Künstlerin, die auch das umstrittene Fest mit Lute gemacht hat. Was ich mittlerweile richtig mag. Ja, ich auch. Und vor allem hier hat sich fast niemand beschwert. Nee, halt mal ein bisschen näher in die Kamera, dann kannst du mal sehen. Die Leute sehen das dann. Das ist wirklich eins zu eins dasselbe. Und trotzdem hat sich niemand beschwert. Es sind die Augen. Es sind 100%. Es sind wirklich die Augen, die halt super weird werden. Opt in voll. Geht immer. Kann man machen. Ist das Memory Labs? Das könnte sein. Wobei, das sieht mehr aus wie Negate. Das ist ja auch Uncommon. Es könnte Negate sein. Man könnte sich auch einfach einigen mit dem Gegenspieler. So, Elder Dragon Alarm. Das ist ein Elder Dragon in Foil, in Full Art Foil. Du hast ein Orc Wizard. Ja. Okay, nehme ich. Der Schwarzgott. Nehme ich. Der erstellt, glaube ich, sogar das Teil. Oh, das kann sein. Ja, genau. Hier 4-4 Blue Red Elemental Creature. Ja, okay. Letztes. Dann habt ihr es geschafft, endlich, Leute. Dann seid ihr von unserem Video erlöst. Ach was, die haben doch hier den Spaß ihres Lebens. Ja. Oh, ich habe mich gespoilert. Ist schon mal kein Planeswalker. Ja, ist auch keine Karte von der List. Außer auf der anderen Seite. Ja, aber Listenkarten sind hier eigentlich. Nein, zum Glück nicht. Okay. Noch nicht. Naja, warte mal. Ja. Listkarten in Foil gibt es da nur hier. Oh ja. Wieder ein Campi. Das ist übrigens der Hintergrund auch von den ganzen Checkkarten. Mm, wenn du die alle 9 Stück hast, bildet so das Bild. Ne? Genau. Cool. Hier die White Card Draw, wo alle ein bisschen kichern. Nice. Rotha. Helix. Oh, schon wieder Orc Schamane. Expanded Automaty. Ja. Das ist plus 1, 2, 1, mal Wachsamkeit. Ich habe Non-Land Permanent Exile. Ja. Okay. Hey, das wird dir gefallen. Silver Quill. Und mehr davon. Ich glaube, wir haben jetzt zum vierten Mal oder so. Wow, haben wir ein Playset einfach gezogen. Das ist dumm. Das teuerste Playset der Welt. Ja. Aber Silver Quill Command, das könnte auch so ein Bandcover sein. Ja, schreibt irgendwie Relentless Silver Quill oder einfach so drauf. Einfach die coolsten Dudes, muss man halt einfach sagen. Die coolsten Dudes. Ja. Und eine Sequence Map. Engine. Aber die ist tatsächlich was wert, weil die ist in den Commander-Decks, das ist mir nicht aufgefallen, die kostet irgendwie, die war im Preview so $30 oder so. Also das jetzt nochmal in so einer Spezialversion, die würde ich mal ganz schnell sleeven. Da würde ich mal sleeven. Wer braucht schon sonst Sleeves? Zack. Ah, einmal durch. Ist ja nicht meins. Okay, wir haben beide Torrance Full Art Ding. Das ist wieder die, ist das wieder diese Silence? Genau. Ja. Und ich habe hinten Flamethrower Sonata. Discard a card, draw a card für 2 Mann, okay. Okay, oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Man kann es nicht mal so schnell checken, was da jetzt alles abgeht immer. Nee, das ist echt viel. Duress in Edged Foil. Oh. Das Revitalize, das kann eben die Karte. Yeah, genau. Revitalize. Tatsächlich, Duress fände ich ein schönes Artwork, wenn ich davon nicht schon das Old Border hätte. Das war das Originale. Das stimmt. Das ist das Beste. Das sieht auch fancy aus. Das ist ein Counterspell? Das könnte ein Counterspell sein. Counter-Target-Spell ist wahrscheinlich. Ist das Rare? Ich weiß es nicht. Das ist Rare, das ist ganz schwach golden. Das ist Harmonize. Ja. Das ist ziemlich einfach Harmonize. Das ist japanisches Duress. Ist das japanisches Duress? Das ist ja krass. Das ist japanisches Duress. Hätte ich nicht erkannt, aber sehr cool. In Foil sieht echt. Ich muss sagen, das normale Foil finde ich, glaube ich, besser als das Edged Foil. Ja, das Edged. Was für ein Foil. Ja, genau. Also, ich probiere es mal in die Kamera zu kriegen. Ja. Unmöglich. Aber was hast du erwartet, was Foil sein würde? Weil ich habe, glaube ich, bei mir erwartet, dass die gesamte Textbox und dann das ja, hier genau, und das genau. hier. Genau, ich habe auch damit gerechnet, dass sie halt das umkehren, dass sie halt sagen, das wird voll, das wird voll und das wird voll und das war's. Oder halt eben, bei denen habe ich damit gerechnet, dass hier noch ein bisschen mehr, hier oben auch der Rand in voll ist. Das ist halt mehr so ist wie bei Commander Legends. Ne? Genau, weil da haben sie es ja auch schon Edged voll genannt. Schau mal, die guck sind mal, da haben hier, wir auch, glaube ich, ein Playset von jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Pool geöffnet für ein gutes Deck. Jetzt kommt die große Preisfrage. Was glaubst du, was das ist? Ich habe nämlich daneben gelegen. Ist das Cultivate? Ja, ich habe Crozen Grip gesagt. Crozen Grip, weil es halt ein Griff war. Stimmt. Aber es ist tatsächlich Cultivate, weil es halt so eine Rassel ist. Ganz eindeutig. Ja.
Ja, ich habe nur mal ein Ding davon. Und Bird Cleric, Fliegenmassenkeit und Platz 1 Marken und Dean of Shadow. Ja, das war ein komplettes Collector-Display. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen mit den ganzen Karten, die ich jetzt hier gesehen habe. Ja, vor allem sind es halt auch die ganzen Reflektionen. Ja, und vor allem so viele verschiedene Versionen. Ja. Ja, dementsprechend nochmal danke an den Ralf vom Wischkrieg, dass wir das hier zusammen machen durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Robin, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und schaut bei dem guten Mann auch vorbei, wenn ihr Content sehen wollt, der sehr, sehr gut ist und meistens sehr gut geskriptet ist und unglaublich coole Sachen sind. Und Dankeschön, ja. Dankeschön. Meistens ist es Radio Ravnica, aber wenn ich es Zeit finde, wird es auch ein bisschen was anderes noch geben. Ja, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.